Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen in meiner Küche zu einem neuen Video mit der Monsieur Cuisine Connect. Jetzt ist ja endlich die Vorweihnachtszeit und das heißt für mich, Zeit zu backen. Ich liebe ja die Plätzchenbäckerei und ich möchte sie heute oder dieses Jahr etwas mit euch teilen. Ich habe da viele Rezepte, die ich ausprobieren möchte und auch einige altbewährte. Und so eins möchte ich heute mit euch machen und zwar Webkuchen. Ich habe da so ein selbstgeschriebenes Buch, da kommen alle meine Lieblingsrezepte rein. So auch mein Lebkuchenrezept, was ich bestimmt schon seit 10 Jahren oder noch länger mache. Und ja, das probieren wir aus. Man braucht dazu viele, viele Zutaten. Also Zitronat, Orangeat, Zucker, Oblaten, gemahlene Mandeln, gemahlene Nüsse, Lebkuchengewürz, Zimt, abgeriebene Zitronenschale und auch Kuvertüre oder Puderzuckerglasur. Ich mag Kuvertüre. So. Habe ich alles angesagt? Ja. Und natürlich Eier, die darf ich nicht vergessen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Als erstes kommen Zitronat und Orangeat in den Mixtopf rein, weil ich mag natürlich nicht, wenn man da drauf beißt, aber vom Geschmack gehören die einfach im Lebkuchen mit rein. So. Und man kann hier ein bisschen anfrieren. Ich habe es jetzt normal aus dem Keller, da ist es natürlich auch kalt, dann lassen sie sich besser zerkleinern. Und ja. Nüsse kann man gemahlen kaufen oder auch selber mahlen. Ich habe die mal selber gemahlen und habe die dann in so Gläser abgefüllt. Finde ich, ist schon immer ein bisschen schöner, wie wenn man das jetzt aus dem Päckchen direkt raustut. So, das Rezept stelle ich euch wieder unten in die Infobox rein, dann könnt ihr es wieder jederzeit nachlesen. Also das waren jetzt 200 Gramm Zitronat, 200 Gramm Orangeat und das Ganze auf Stufe, ich habe es mir aufgeschrieben, 25 Sekunden oder machen wir 20 Sekunden Stufe 10. Achtung, es wird laut. So, upsala, was klackt da so komisch? Jawohl, so kann ich euch zeigen, schaut das aus. Das ist so schön. Kleiner, dass man nicht drauf beißt. So, dann aktiviere ich meine Waage und jetzt kommen die ganzen restlichen Zutaten dazu. Also ich muss das ablesen, ich weiß es nicht auswendig, obwohl ich die wirklich immer wieder mache, aber jedes Jahr vergesse ich sie aufs Neue. Also 6 Eier, die habe ich schon mal abgewogen. Rein, also ich nehme jetzt ganz normale Eiergröße. 400 Gramm Zucker, den habe ich mir auch schon hergerichtet. Der ist nicht ganz so süß, man kann auch einen braunen Zucker nehmen. Dann 250 Gramm gemahlene Nüsse und 250 Gramm gemahlene Mandeln. Wie gesagt, man kann das auch selber mahlen. Ich hoffe, das ist jetzt reicht. Ich habe noch irgendwo Nüsse. So. Dann habe ich noch ein Glas. Selbstgemahlen sind die natürlich viel aromatischer. Was auch gut ist, habe ich auch schon probiert, da gibt es solche Nussmischungen mit verschiedenen Nüssen drin. Walnüssen, Pekannüssen, Cashewkernen. Die kann man auch mahlen. Die sind auch super für die Lebkuchen. So. 250 und 250 Gramm Mandeln. Das wird natürlich eine Riesenmenge. Ich hoffe, dass das die Maschine packt, weil ich habe sonst immer in der normalen Schüssel gemacht mit dem Mixer. Aber normal schon. So. Dann kommt dazu ein halber Teelöffel Lebkuchengewürz. Das habe ich auch selber gemacht. Das mache ich immer selber. Und da habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Da könnt ihr es auch nachlesen. Zu viel ist nichts, aber zu wenig ist auch nichts. Das sollte halt schon. Gut, dann ein Teelöffel Zimt. Ich messe jetzt einfach mal so ab. Gut, dann kommt rein, dass ich nichts vergesse. Also eine abgeriebene Schale von einer Zitrone. Man kann auch so fertige nehmen. Dann nehme ich jetzt auch bloß ein halbes Päckchen, weil es doch recht intensiv ist. Finesse, also Zitropack oder irgendeine Creme Zitronenschale heißt das. Gut,
Dann ist da, 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 da. Ja, haben wir alles. Gut. Und das Ganze dann 40 Sekunden auf Stufe 5. Wenn es ein bisschen schwer wird, tue ich einfach zwischendurch mal mit dem Spatel ein bisschen mithelfen. Ja, schaut schon gut aus. Das muss ein richtig schöner, klebriger Teig werden. So. Dann kommen meine Oblaten ins Spiel. So, ich nehme jetzt schon mal meinen Spatel. Rühre nochmal mit dem Spatel durch, weil sich das Ganze natürlich schon ein bisschen schwer tut, obwohl die Maschine unten natürlich recht groß ist, aber ja, so schaut es wirklich super aus. Das schon duftet, also wirklich, das ist Wahnsinn. Es ist eigentlich ein simples Rezept und doch, also es schmeckt wirklich wunderbar. Ich kaufe auch keine Lebkuchen mehr, so wie gesagt. In der Zwischenzeit heize ich meinen Backofen schon mal auf 180 Grad Ober-Unterhitze vor. Genau, jetzt lasse ich das mal ein bisschen durchrühren. So, da bin ich wieder. Ich habe mir meine Lebkuchenglocke geholt. Das ist so ein Glöckchen mit aus Holz und unten ist sowas zum Drehen. Ist normalerweise für 5 cm Durchmesser. Ich habe jetzt 7 cm. Ich mal schauen, ob es geht. Ansonsten muss ich das Ganze eben mit der Hand formen. So. Zeige ich Ihnen meinen Teig. Ja, genau, so schaut er aus. Also wunderbar. Gut, jetzt wird es ein bisschen eng da. Also ich nehme jetzt immer eine Schüssel mit ein bisschen Wasser dazu oder nehme jetzt gleich diesen Becher. Moment. Weil die Hände immer ein bisschen angefeuchtet werden sollten, weil sonst klebt das zu sehr. So. Also Hände anfeuchten und dann einfach ein bisschen was auf die Oblatte geben. Nicht zu viel und auch nicht zu dick machen, weil nicht, dass es dann nicht durch wird. So schauen die dann aus. Und dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Genau, das mache ich jetzt, bis ich fertig bin. Ich weiß nicht mehr, wie viel das sind, weil oft mache ich dann auch die doppelte Menge oder die eineinhalbfache Menge. Ich kann es euch nicht sagen, aber das sage ich dann zum Schluss, wie viel es geworden sind. Es ist ein bisschen eine Schmiererei, aber ich mache es trotzdem gern, weil die wirklich sehr, sehr lecker sind. So habe ich jetzt meine Schüttel. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie das mit der Lebkuchenglocke funktioniert. So, ich nehme jetzt gerade ein Messer und dann nehme ich diese Glocke. Also wie gesagt, das ist wirklich eine super Sache. Und dann tue ich da den Teig rein. So. Ich nehme die Oblatte, lege die hin und tue bloß drehen und dann fällt das raus. Aber wie gesagt, es ist für die kleineren Oblaten und es wird nicht ganz voll werden. Also werde ich das diesmal nicht mit der Glocke machen, sondern einfach mit der Hand. Wäre es natürlich nicht so schön, weil mit der Glocke werden die dann richtig, ja, einfach gleichmäßiger. So sind es halt mehr handmade, aber ist nicht schlimm. Gut, dann mache ich die jetzt und dann zeige ich euch noch nachher, wie ich die verziere. Und ja, dann sehen wir uns nachher wieder. Bis dann. So, jetzt habe ich meine ganzen Lebkuchen, also den Lebkuchenteig auf die Oblaten gestrichen. Man darf ruhig am Rand ein bisschen was freilassen, weil die nämlich wirklich auseinandergehen. Und es sind circa, also bei mir sind es 37 Stück geworden, es wären circa 40 Stück. Wenn man kleinere Oblaten nimmt, die 5 cm Durchmesser, wären es sicherlich 50 Stück werden. Gut, die habe ich jetzt die erste Fuhre schon im Backofen drin und zwar bei 180 Grad Ober-Unterhitze für circa 25 bis 30 Minuten. Je nachdem wie euer Backofen ist, das müsst ihr ein bisschen selber raustesten. Lieber ein bisschen mit der Temperatur runtergehen und dafür etwas länger drin lassen.
Ich habe jetzt keinen Umluft genommen, weil ich das Gefühl habe, bei Umluft ja, die Sachen recht trocken. Also ich mag lieber Ober- und Hitze. Gut, dann die sind jetzt noch 15 Minuten drin und dann kommen die nächsten rein und dann tue ich die später dann alle glasieren, wenn sie ausgekühlt sind. Und dann hole ich euch auch noch mit dazu und zeige euch, wie ich das mache. Bis später. So, ihr Lieben, jetzt geht's zum Endspurt mit meinen Lebkuchen. Irgendwie sind die Einstellungen wieder anders. Also, die sind jetzt alle schon fertig, also bis auf das eine Blech ist noch drin, aber viele sind schon, die meisten sind schon gebacken. So schauen sie jetzt aus. Die sind relativ weit auseinandergegangen. Und ich habe in der Zwischenzeit schon mal die Schokoglasur warm gemacht und verflüssigt, ganz ordinär am Wasserbad. Man kann es auch in der Maschine machen, aber ich mache es immer im Wasserbad, weil ich dann diese Form, die Wasserschmelzschale, keine Ahnung, wie das heißt, hebe ich auf und wenn ich wieder Plätzchen backe, morgen oder übermorgen, nehme ich es wieder her. So, ich habe aber noch zusätzlich in der Küchenmaschine im Dampfgereinsatz in einem Gefrierbeutel weiße Schokolade mir geschmolzen und die habe ich extra in so einen kleinen Gefrierbeutel getan, weil ich dann nämlich mit Linien etwas verzieren möchte. So, jetzt wird es ein bisschen Schmiererei, aber das gehört einfach dazu. Schaut ein bisschen aus wie Sau, aber ich räume dann auch auf. So, gut. Ich nehme jetzt dann einfach einen Silikonpinsel und glasiere die ganzen Lebkuchen schön gleichmäßig, nicht zu dick. Ich habe jetzt eine Vollmilchglasur genommen und habe dazu ein bisschen Zartbitter mit reingemacht, damit es nicht ganz so hell ist und vom Geschmack ein bisschen intensiver ist, weil nur Zartbitter ist mir dann meistens immer zu dunkel oder zu kräftig im Geschmack. So, ach, das schaut jetzt wunderbar aus. Man könnte jetzt da auch Hagelzucker draufstreuen oder gehackte Mandeln oder sowas, aber schaut nicht super aus. So, dann nehme ich mir von meinem Gefrierbeutel und schneide unten eine kleine Spitze ab. Und mache so Linien. Man kann da auch so direkt drüber ziehen, wie man möchte. Dann nehme ich meinen Zahnstocher und gehe da durch. Ich zeige es euch gleich, wie es ausschaut, weil die Kameraeinstellung ist jetzt nicht so optimal. So, die nehme ich jetzt nochmal hoch. Und so schaut der dann aus. Das ist ein Stück Schoko, sehe ich, kann das nicht so richtig schmolzen. Also fantasiemäßig kann man sich da wirklich austoben. Ich tue es einfach quer nochmal ein bisschen drüber und dann gehe ich mit dem Zahnstocher nochmal durch. Dann glaube ich, lasse ich das dann so. Ja. Dann mache ich jetzt alle fertig, lasse die noch erkalten. Wichtig ist beim Schokoguss, muss ich dazu sagen, die Temperatur der Schokolade nicht über 50 Grad, weil sonst die Schokolade beim Erkalten weiß werden kann und dann schauen sie nicht mehr so schön aus. Gut, dann macht es mal nach, das Rezept. Das ist wirklich ein tolles Rezept, die schmecken wirklich sehr, sehr gut und es geht auch relativ schnell. Man braucht dann keine gekauften mehr sich kaufen, man weiß genau, was drin ist. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht bald wieder zu einem neuen Video. Ich werde noch ein paar Plätzchenrezepte reinstellen oder Weihnachtsrezepte. Vielleicht mache ich auch mal nochmal Getränk. Mal schauen, was ich da so alles finde. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Eine schöne Zeit bis dahin. Bis dann!